kleinen Marienkäfer. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt ein paar frühlingshafte Tage verlebt. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele persönliche Nachrichten und Kommentare von euch bekommen, warum denn keine Videos kommen oder wann denn wieder Videos kommen oder was los ist. Und ich dachte, ich mache heute mal ein Quatschvideo und erzähle euch mal ein bisschen was, damit ihr nicht so im Dunkeln tappt und euch wilde Geschichten ausmalt. Denn so wild ist es gar nicht. Fangen wir mal ganz von vorne an, ja? Achso, ich habe mir einen Kaffee geholt. Ihr könnt euch auch gerne ein Heißgetränk oder ein Kaltgetränk holen oder auch gar keins und zuhören. Klein Alex hatte vor ungefähr vor ziemlich genau drei Jahren die glorreiche Idee, einen YouTube-Kanal zu erschaffen, indem sie auf ihre eigene seltsame, aber doch manchmal unterhaltsame Art und Weise vegane Rezeptvideos und Tipps und Tricks rund um das vegane Leben teilen wollte, mit ganz viel Humor und guter Laune und einfach so, wie ich eben so bin. Ich wollte Videos machen, die ich mir selber gerne anschauen würde. Nun muss ich sagen, hatte ich vorher mit diesem ganzen Social-Media-Bereich überhaupt keinen Kontakt. Ich hatte damit gar nichts am Hut. Und bin sehr naiv und unbedacht an die Sache rangegangen. Im Sinne von, alle Menschen sind bestimmt total nett zu mir, weil ich will ja auch nur Gutes, ich will ja nichts Schlechtes. Und im Gegenteil, ich nehme meine Freizeit und mache in dieser sehr aufwendige für mich und auch in meinem Rahmen qualitativ hochwertige Videos und schneide sie selber und also opfere sehr viel Zeit, um um was Gutes in die Welt hinauszutragen, so dachte ich. Ja, so habe ich dann nach und nach aber zu spüren bekommen, dass das Internet doch ein hartes Pflaster ist. Also man kann es dort nicht allen recht machen. Das geht einfach nicht. Es gibt immer jemanden, der was zu meckern hat. Und das ist ja auch okay. Also, ne, ich stehe auf Meinungsfreiheit, finde ich super. Aber dadurch, dass alles so sehr anonym ist, gibt es einfach auch Kommentare, die nicht unbedingt konstruktive Kritik sind. Denn konstruktive Kritik finde ich wahnsinnig wertvoll und die braucht man auch, um zu wachsen, und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn es dann aber Richtung Beleidigung oder Sexismus geht und es einfach nur um dich als Person geht und nicht um den Inhalt deines Kanals oder so, dann muss man sich schon eine dicke Haut zulegen. Also es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie von Negativität überhäuft werde oder so, ne? Es sind vereinzelte Kommentare. Aber ihr kennt das ja, wenn man einen Tag hatte, ne? Also wenn man so einen Tag hatte, kennt ihr. Da sind viele gute Dinge passiert, da sind normale Dinge passiert, die einem nicht auffallen. Und dann ist eine schlechte Sache passiert. Und die beeinflusste irgendwie diesen ganzen Tag. Oder die hat man in Erinnerung am Ende des Tages. Und davon, ja, man muss sich davon so ein bisschen frei machen. Es ist auch nicht so, dass ich die positiven Dinge gar nicht sehe, ne? Also eure positiven Kommentare im Sinne von brauchbare Kommentare oder Liebe oder lustige, die motivieren mich natürlich total. Ne? Also es ist auf diesem Kanal ist eine Community, die finde ich ganz, ganz zauberhaft. Aber wie auf jedem Kanal verirren sich auch manchmal Trolle und Hater hierher. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, damit umzugehen für mich. Ne? Also ich meine, ich möchte gar nicht daran denken, wie größere Kanäle damit, also wie größere YouTuber damit umgehen. So, das ist teilweise echt nicht schön, was da in den Kommentaren steht. Ne? Also so schlimm ist es bei mir nicht. Aber das ist so ein Punkt, der kann einem schon mal so ein bisschen Lust und Laune nehmen, weiterhin seine Freizeit so zu gestalten, indem man Videos produziert für die Öffentlichkeit. Also ich weiß ja, ich begebe mich, also dadurch, dass ich mich in die Öffentlichkeit begeben habe, mit mir selbst, nicht wie in meinem Beruf sonst als eine Rolle, sondern mit mir selbst als Alex, ich setze mich hier hin und mache mich wahnsinnig angreifbar damit. Ne? Und wenn Leuten meine Art nicht gefällt, dann kann es sein, dass sie mir schreiben, so, du bist doof. Und wenn man sehr sensibel ist, dann ist das einfach manchmal nicht so leicht. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Der größte Teil, das sind einfach, der Riesenteil ist eine ganz warmherzige Community. Das seid ihr. Und es ist schön, dass ihr da seid.
muss ich euch auch mal sagen. Ja, das war nur der eine Aspekt. Dann kam noch der wahnsinnig tolle YouTube-Algorithmus dazu, der mich plötzlich gezwungen hat, mein Videokonzept über Bord zu werfen, nämlich mit Spaß und Lust und Laune dann Videos zu machen, wenn ich finde, ich habe heute Bock. Sondern ich musste plötzlich einmal die Woche ein Video hochladen, weil ich ansonsten im Nimmerland verschwunden wäre mit meinem Kanal. Und das hat mich ganz schön unter Druck gesetzt. Und wie gesagt, hat mir ein bisschen den Spaß genommen. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich bin gar nicht mehr selbstbestimmt auf diesem Kanal. Und wenn ich das wieder sein will, dann muss ich mich davon freimachen und mich von diesem Druck lösen und einfach ein bisschen Abstand nehmen. Und der dritte Aspekt, und das ist eigentlich der größte Aspekt, warum so unregelmäßig Videos kamen und kommen, ist, dass ich zu der Zeit, als ich angefangen habe mit YouTube, freiberuflich war. So, ich konnte mir meine Zeit halt einteilen, wie ich wollte. Ich konnte mir Zeit einräumen, um Videos zu drehen und zu schneiden und für die Nachbearbeitung. Das kann ich heute nicht mehr, weil ich seit einem halben Jahr, wie viele von euch wissen, wieder fest angestellt bin und es mir einfach überhaupt nicht mehr möglich ist. Also ich habe zwischenzeitlich sehr, 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 sehr wenig Freizeit und diese Freizeit, ich bin ja auch nur ein Mensch, der Familie hat und Freunde. Und diese Freizeit möchte ich auch mit denen nutzen und auch mit Luna oder auch für mich. So, das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Hier und Jetzt und vor allem auch zur Zukunft dieses Kanals. Ich werde nicht mehr regelmäßig Videos machen können und auch nicht wollen. Weil ich möchte wieder Videos drehen, wenn mir danach ist, wenn ich die Laune dazu habe, wenn ich die Zeit dazu habe, natürlich auch. Und schon mal gar nicht unter Druck. Und mit irgendwelchen schlechten Gefühlen. Manchmal wird es mehr sein, manchmal wird es weniger sein. Es wird einen Monat geben, da kommt jede Woche ein Video. Es wird einen Monat geben, da kommt gar kein Video. Und ich möchte einfach nur, also ich euch das sagen, ne? Das ist fair. Ich möchte, dass ihr das wisst, dass ihr nicht meint, jetzt kommen wieder wöchentlich Videos. Sondern, ja, ich kann euch nicht sagen, wann Videos kommen, aber es werden Videos kommen. Und ich werde auch nicht aufhören und ich habe total Bock und ich habe auch viele Ideen und es werden auch wieder Marie Kondo Videos kommen und so weiter. Ich weiß, ihr habt mich danach gefragt. Die sind aber alle sehr, sehr aufwendig und wie gesagt, ich bin auch Perfektionist und ich möchte auch nicht irgendwelche halbfertigen Videos dann veröffentlichen, sondern sie sollen dann auch cool sein oder so, dass sie mir zumindest gefallen, dass ich kein schlechtes Gefühl habe, die hochzuladen. Und von daher sage ich YouTube-Algorithmus, du kannst mich mal. Und ich freue mich einfach über die Menschen, die auf diesem Kanal bleiben, die neu dazukommen, die Spaß an meinen Videos haben. Und ich freue mich auf eine spaßige und entspannte Zukunft mit euch hier. Wer mehr von mir sehen will, warum auch immer, der kann mir natürlich auf Instagram folgen, weil da bin ich einfach wesentlich aktiver als hier, weil es so unaufwendig ist. Ne? Das macht mir auch Spaß, zwischendurch einfach eine Story zu machen, euch mitzunehmen oder ein schönes Bild zu posten oder mein Essen mit euch zu teilen. Das mache ich da sehr gerne, aber auch da habe ich mich ein bisschen unter Druck setzen lassen und habe teilweise jeden Tag ein Foto hochgeladen, weil auch da gibt es diesen Algorithmus. Und auch das habe ich abgelegt und ich finde sowieso, man sollte in diesem ganzen Social-Media-Bereich, also dem sollte man nicht zu viel Zeit einräumen und auch mit Vorsicht genießen. Weil es kann sehr inspirierend sein, aber es kann auch in die falsche Richtung gehen und ein bisschen krank machen. Ja, und deswegen müsst ihr da auch auf euch aufpassen. Ne? Wie geht ihr überhaupt damit um? Das würde mich auch mal interessieren. Wie viel Zeit verbringt ihr im Internet? Oder meint ihr, das ist zu viel Zeit? Oder seid ihr abhängig? Oder habt ihr einen guten Weg gefunden, eine gute Dosierung für euch? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich gerne mit euch austauschen darüber. Ich denke, das war's erstmal, was ich sagen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Meinungen, Anregungen, Besserungswünsche, weiß ich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt Verständnis für mich und wie gesagt, ich freue mich auf eine entspannte, lustige Zeit mit euch und ich freue mich über jeden, der auf diesem Kanal ist und bleibt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Geht raus, geht an die frische Luft, verbringt Zeit mit Menschen, die euch gut tun, verbringt Zeit mit euch selbst, verbringt nicht zu viel Zeit vor dem Laptop oder dem Handy. Und wann das nächste Video kommt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Jetzt wäre es tatsächlich hilfreich, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, weil ihr dann immer Bescheid bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Schaut gerne in meinem nächsten Video vorbei, wenn ihr Lust dazu habt. Ich drücke euch und bin froh, dass ihr da seid. Und wir sehen uns.